Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy. Jo, machen wir an gewohnter Stelle weiter. Sind hier in so einem kleinen Farm, Farm-Run, würde ich sagen. Mit einem Char, der Angstzustände hat. Also wenn er getroffen wird, wird es ein bisschen dunkel auf dem Bildschirm. Und ansonsten, jo, wollen wir hier halt ein bisschen Kohle rausholen. Sind eigentlich offiziell im vierten Gebiet, müssen dort die Bosse besiegen. Mal gucken, ob wir das schaffen oder nicht. Ich werde jetzt die Zeit hier nutzen, um ein bisschen XP zu machen und ein bisschen vor allem Gold zu machen. Das ist jetzt wichtig, dass wir weiterhin in Grid-Chance oder Goldbonus und so weiter investieren können, um unsere Runs noch besser zu machen und so. Oder nachhaltiger zu gestalten, wie auch immer. So. Und da machen wir das mal. So, hier geht's ab. Ja, was ich zuletzt gesagt habe in einem der letzten Folgen, ich weiß nicht, ob das so klar wurde, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie ich es formuliert hatte. Es macht vielleicht schon Sinn, auch mit seinem Lieblingschar so weit wie möglich im Game zu zocken. Jetzt hier, das fällt mir ja super leicht, mit der Krähe da überall durchzubrettern, ist ja auch verhältnismäßig super easy. Ich denke mal, irgendwann wird das Spiel mich da schon einkassieren, wird sagen, ja, mit der einfachen Spielweise wirst du jetzt hier nicht mehr weiterkommen. Gehe ich mal stark davon aus. Und bis dorthin kann ich Spiel aber ziehen, finde schon bessere Runen, also generell bessere Möglichkeiten, um dann Charaktere, die mir vielleicht auch gar nicht liegen, dann easy hochziehen zu dürfen, so irgendwie. Gut, hier geht's jetzt runter, sogar in das Gebiet. Ja, wenn wir zufällig hier reinstolpern, dann machen wir es auch gerade, komm, was soll's. Ja, auch wenn es jetzt gar kein so krasser Goldfarm-Run bisher war, aber ja, egal. 10.000 Gold haben wir mal und vielleicht passiert hier unten ja was. Was zum Beispiel für mich jetzt auch sehr, sehr wichtig wäre, wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt... das war nicht so geil. Wenn wir jetzt vielleicht sogar unsere Rüstung verbessert finden würden. Das wäre zum Beispiel ganz geil. Ich bin gleich schon im Arsch. Alter, was geht denn ab? Ich bin im Arsch. Okay, das ging schnell. Ey, die machen mich da unten so schnell fertig. Das ist ja Wahnsinn. Gut, das war dann doch Kacke. Scheiße. Mit welchem Hohlknochen? Muskelschwäche. Okay, die Gegner werden nicht weggeballert. Hier hätten wir Meisterrelikt, Stapel Gift hätten wir da drauf. Bei einem normalen Ritter. Oder Boxer mal, was haben wir da? K.O.-Schlag. Keine Ahnung, ich glaube, ich mache jetzt mit dem Boxer mal. Ich glaube, den hatte ich selten und wir kriegen noch eine neue Fähigkeit mal freigeschaltet. Mir geht es jetzt gerade um was anderes. Mir ging es um diesen Seelenladen. So, wollen wir irgendwas kaufen? Runengewicht wäre doch irgendwann auch mal sinnvoll. Es wird um 10 erhöht. Das sollten wir schon so langsam mal machen, ne? Gerade hier auf der ersten Stufe. Ich glaube, das sollte ich mal wieder mitnehmen, um zum Beispiel auch diese Int-Skalierung nochmal mitzunehmen. Also das hole ich auf jeden Fall demnächst mal mit. Jetzt in dem Fall noch nicht. Jetzt gehen wir hier auf Damage und auf Geschick. Nee. Vitalität, doch Vitalität, glaube ich, brauche ich es langsam auch mal wieder. Wir sind schwach auf der Brust, oder? Verhältnismäßig schwach auf der Brust. Wenn die uns da unten so schnell umkloppen. So, Hohlknochen. Ach so, gleitet der so ein bisschen? Du schwebst auf Wolke 8, du fällst langsamer, ja. Ha, lustig. So, jetzt gehen wir hier noch ein paar Bosse wegknallen. Was könnte man machen? Zwei Meister, Boxer noch nie gemacht. Fangen wir mal oben an. Also, was haben wir da? Leichter Anfang ist uninteressant, haben wir eh schon. So, gut, alles klar. Hier, Boxer. Gut, gehen wir hier rein und hauen die zwei Meister da weg. So, und hier haben wir so einen Superschlag, den ich da rausdonnern kann. Alle paar Hits. Ja, irgendwie immun oder brennen. Brennen. Brennen ist immer geil. Brennen und Gift oder sowas ist natürlich ultimativ mega. Gibt's das überhaupt? Hatten wir das schon mal zusammen? Keine Ahnung. Hier machen wir noch Schaden. Noch länger immun sein. Nö, wir bauen ja Combo auf. Wir wollen da relativ schnell Schaden machen. Der macht ja super schnell Schaden. Hier der Boxer. Ja, das finde ich jetzt nicht so geil. Volltreffer Schaden von Zaubern und Waffen um 20% erhöht. Jo, können wir machen. So. Jetzt ist die Frage, was für eine Volltreffer-Chance habe ich denn überhaupt? Okay, alles klar. War natürlich... Oh. Ja, ich verliere halt alle Skills. Gut, alles klar, ist egal. So.
Ah, da hinten kommt er zuerst. Nein, oh Gott. Das war jetzt kein so guter Anfang irgendwie. K.O., Combo. Hau rein, genau. Oh Gott. Ah gut, wir schaffen es aber trotzdem, oder? Warum kann ich durch manche Gegner durch? Wenn ich die so treffe, kann ich dann durch Gegner durch oder was, wenn die angehittet sind? Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Muss mir auch mal einer sagen. Also wenn ein Gegner so leuchtet, darf ich durch einen Gegner durchlaufen oder was? Das ist ja mal nice. Oh, läuft aber super, oder? So, da ist er mich weg, der Kollege. Kollege Schnürschuh. Hier, der Boxer haut dich mal weg hier. So sieht's nämlich aus. Das heißt, anschlagen, durchdodgen. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht von der Mechanik her, dass das geht. Kann man ja auch mal nach 100 Folgen feststellen. Kann ich auch dann dodgen in so einem Fall? Nee, ne? Das geht nicht. Ja, auch irgendwie Quatsch. Alter. Was geht denn hier ab? Boxer regelt, regelt. Jawohl. Sehr schön. Easy. Hol mal ein paar Punkte mit. Reicht noch nicht. Klar, das ist nicht die Herausforderung. Das muss man eigentlich auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad machen. Also keine so hohe Empathie. Aber ja, was soll's. Kann man auch so beständig dann mitnehmen. 18.000 bei zwei Meister. Ja, fehlen noch so zwei, drei Runs, sag ich mal. Und dann kriegen wir auch nochmal 300 Seelenpunkte. Vielleicht müssen wir es irgendwann dann mal bei verschiedenen Klassen schon ein bisschen hochbringen, dass man halt noch ein paar Punkte rauszieht. Weil das zu wenig ist dann. So, hier... Ja, wir schaffen es halt bei keinem, ne? Aber egal, trotzdem machen wir jetzt mal. Also bei keinem noch irgendwie Seelenpunkte freizuschalten. Aber egal. So, hier können wir irgendwie Angriffe abblocken. Und hier fügen wir Mana-Raub hinzu. Alles nicht so geil. So, irgendwie weit entfernte Gegner. Und doppelter Doppelsprung. Ja gut, hole ich halt mit. Da gibt es ja noch Runen und so, dass man mehrere Doppelsprünge und Gleitergeschichten da machen kann. Wäre natürlich auch geil, wenn man Fähigkeiten Volltreffer haben, eine zusätzliche Chance von 20%. Nee, gut, alles klar. Bringt mir halt nichts. Oh Gott, jetzt haben wir Scheiß-Skills, aber egal. Trotzdem, sollte schon irgendwie klappen. Sag ich jetzt mal so. Ich bin eh total wirr von dem, was ich rede. Komm, hau mal raus. Hau mal raus. Was gibt's denn Schönes? Ja, fliegen. Super. Oh Gott. Alles klaro. Gut, wir können so ein bisschen rumgiften. Das ist noch ganz nice vielleicht hier bei dem Boss. So, machen wir direkt mal hier giftwolkenmäßig da ein bisschen was an den Start. Genau, und wenn ich dann eh durchdodgen kann, wenn ich die gerade... Ja, warum geht das... Ach, jetzt geht's nicht mehr. Moment mal, war das eben ein anderer Skill, warum ich das konnte? Bin ich gerade bescheuert? Warum konnte ich eben so durchdodgen, jetzt kann ich es plötzlich nicht mehr? Das verstehe ich gerade nicht. Was habe ich eben anders gemacht? Was waren eben wegen den Hohlknochen da oder sowas? Nee, kann ja nicht sein. Ich werde gerade auseinandergenommen auf jeden Fall. Ist nicht so geil gerade. So, aber wir holen unser Leben nochmal. Und so sind wir nochmal back im Game. Er hätte mich auch gewundert, wenn ich so eine Mechanik komplett übersehen hätte. Aber das muss ich mir nochmal angucken, was ich da jetzt anders gemacht hatte. Und wir sind back im Game. Das ist so Wahnsinn. So, und jetzt sind wir im Plus sogar sozusagen. Weil jetzt sind beide Bosse halb angeschlagen, sage ich mal. So, da bist du vergiftet. Da machst du nichts mehr. Da hatten wir doch eben einen guten Skill gehabt, ne? Ich habe ja gesagt, eigentlich sollen wir die Estuarin da zuerst machen, bevor wir ihn machen. Aber egal. Letzten Endes ist es ja egal, wir müssen eh beide machen. Oh Gott. Ja, jetzt wird es doch nochmal eng hinten raus. So, vergiftet und verblödet und so. Ich glaube, sie ist gerade sauer, oder? Ja. Na gut, das wird eng. Das wird eine enge Kiste hier, das. Gut, aber wenn ich... Das ist ja kein Angriff, wenn ich jetzt die ganze Zeit einfach nur den da mache. Okay, okay, okay. Achso, jetzt kann ich fliegen, aber mein Damage ist erhöht. Also ich kriege mehr Damage, ne? Das war ja der Blödsinn. Nein, ich will gar nicht fliegen. Komm hierher. Und sei vergiftet. Komm schon, komm schon. Mach keinen Quatsch, mach keinen Quatsch. Schön, geht doch.
Ja, war super kacke. Was war jetzt eben an dem Run anders? Ich verstehe es nicht. Was hatte ich da für einen Skill, dass ich den anhauen konnte und dann durch ihn durchgleiten konnte? Gut, das werde ich mir eh niemals merken können. Keine Ahnung. Muss ich mir mal wieder angucken. Hoffentlich denke ich dran. Und jetzt schreibt es mir gerne in die Kommentare. So. Hier haben wir 13.000 Punkte gemacht. Da braucht man noch so ein paar Runs. So, und hier geschlossener Raum. Den hauen wir weg. Den hauen wir doch weg. Liegt das vielleicht an dem Skill? Was ist mit dem Skill da? Y. Angriff gedrückt halten, blitzschnell zuzuschlagen. Schlagen Gewehr. Aufwärtsknopf gedrückt halten und angreifen, um Kinnhaken auszuführen. Ah, habe ich noch nie gemacht. Okay, alles klar. Ah, krass. Okay. Und dann hier K.O.-Schlag. Richtung frei wählbar, tilgt alle Kombo-Stapel. Schaden erhöht sich pro verbrauchten Kombo. Ah, auch mal gut zu wissen. Alles klar. So. Was sind das immer für Skills? Ist das da hinten brennen? Immer noch nicht, ne? Ja, komm, dann machen wir das halt. Da bleiben wir halt einfach stehen. Irgendwie kriegt man für verschiedene Klassen immer wieder die gleichen Skills. Das ist brennen. Das holen wir mit. Immer ein schöner Zusatzperk und da hinten. Ja, und jetzt werden wir noch irgendwie länger immun. Ja, komm, dann machen wir das. Das ist gar nicht mal so schlecht bei dem. So, und jetzt bleiben wir einfach stehen und hau dem da den Kinnhaken rein, oder was? So, da kommt er ja irgendwo. Ja, mit dem Kinnhaken kann ich halt nach oben kloppen, oder was? So, Combo aufgebaut und dann reingemettelt. Combo 4, Combo 5, Combo 8, Combo 9. Das ist ja Wahnsinn, wie wir hier kombomäßig abgehen. So, und jetzt wird der Schaden da irgendwie erhöht. Genau, wenn ich ihm da einen Kinnhaken verpasse. Mega nice. Geht dann schon nice, ne? Ab. Ist natürlich geil. Baust einen super geilen Combo auf und haust ihm dann schön die Schnauze ein. Das ist natürlich schon krass. Geht schon einiges mit dem Char. 20.000 Punkte, super geiler Kampf, ne? So. Ja, brauchen wir noch zwei solcher Kämpfe, sag ich mal. Gibt es auch nochmal 300 Punkte. Und den schaffen wir nicht, ne? Versuchen wir natürlich trotzdem. Vielleicht habe ich ja Glück. Sprungtritte verursachen mehr Schaden. Fügen Rüstungsbruch zu, da drauf. Das ist alles super geil, aber darauf spiele ich einfach nicht. Ja, Waffe baut Combo auf. Macht sie doch eh. Verstehe ich nicht, was das jetzt noch soll, aber ich habe es jetzt extra mal geholt. Vielleicht dann zusätzliche Combo oder sowas. Ich hole das einfach mal wieder. Wir haben ja super viel, ja, hier Entschlossenheit. Gut, alles Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und mehr Schaden. Das ist natürlich jetzt gerade optimal. Sehr schön. Ach komm. Zauber. Ja, Zauber bringt mir nichts. Und wieder sowas. Ich mach's mal risikoreich. Vielleicht kriegen wir welche, die nicht so viel kosten. Kriegen wir nämlich nochmal Entschlossenheit dabei. Na, es wird eng. Und kriegen halt noch mehr Damage, weil wir halt diesen einen Skill da haben. Oh, jetzt wird's eng. Ah doch, hat geklappt. Und jetzt mache ich halt unfassbar viel mehr Damage durch dieses, wo ist es? Wo steht es hier? Jedes einzigartige Relikt erhöht deinen Schaden um 4%. Jo, das sollte jetzt eigentlich. Jo, gut, da haben wir mal rein. Weit entfernte Gegner machen wir noch mehr Schaden, deswegen haben wir den Umkreis um uns rum. Wer weiß, vielleicht klappt es ja. So. Dürfte ja zum Beispiel bei Zaubern oder so der Fall sein. So, hier, schöne Combo reingedonnert. Stimmt, kann ich mir jetzt ja hier so an ihm aufladen. Einfach dranbleiben. Oh, das ist krass. Und dann haut man ihm hier krasse Combo-Shit rein. Wenn man es halbwegs sinnvoll spielt. Komm, kombomäßig. Nee, gehen wir weg. Dann machen wir den da, haut mehr Damage rein. Genau, und dann hauen wir ihm hier die Combo rein. Ah, schade. Ich glaube, ich spiele es falsch, ne? So, weggehen, weggehen. Den da, Combo aufbauen weiterhin. Combo, 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 Combo. Ah, doch nicht so treffen lassen. Was mache ich denn da? Nein! Ging ja halbwegs. Boxer ist schon geil. Wenn man den richtig spielt, denke ich mal, ist das schon ein geiles Ding. Habe ich jetzt wahrscheinlich einfach falsch gemacht.
Aber egal, hat ja irgendwie geklappt. 22.000 Punkte, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Ja gut, da gehen wir mal mit der Klasse rein. Was baut denn der Boxer generell hier auf? Boxer Vitalität, auch nicht so schlecht. Ja, was habe ich beim ersten Run anders gemacht, dass ich da durch die Gegner durchdodgen konnte? Weil ich vorher den Skill eingesetzt habe? Keine Ahnung, Alter. Moment, brennen, nee, alles klar, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut, ist jetzt natürlich eine ganz andere Spielweise. Aber mal gucken, wie es läuft. Kombo aufbauen, yay. Ja, ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, gerade mit dem Kombometer. Ja, vielleicht ist das doch eine schöne Klasse, auch für die Super-Spezial-Helden-Dinger da. Gut, die Kombo geht schnell weg. So weit, so gut. Aber wie gesagt, gerade bei Bosse, die doof stehen oder gerade diese Zwischenphase. Oh, hier könnten wir was mitnehmen. Segen der Weisheit. Magma-Bälle. Jo, gut. Das war dann Zauber, ne? Ja, das wusste ich das letzte Mal ja nicht mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall da mehr Magieschaden. Habe ich deswegen jetzt mal mitgenommen. Ja, da hat er da unten schön eine abbekommen. Unser Kollege. Hallo. Hör bitte auf mit dem Blödsinn. Er weiß nicht, was er tut. Also ich. Ah, dieser Schlag ist echt nur kurz. Der hat eine ganz geringe Reichweite. Man denkt eigentlich, das ist eine krasse Reichweite, aber hat er gar nicht, ne? Irgendwie so. Vom Feeling. Aber die haben beim Spiel an so viele Dinge gedacht. Das finde ich schon beeindruckend. Das haben die schon super gemacht. Die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Skillbäume. Das ist von hinten bis vorne mega durchdacht, finde ich. Ja, hier mal. Erhöht schön den Schaden, wenn man da so reinkloppt. Ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Gut, da oben ist noch eine Kiste. Interessiert mich jetzt mal nicht. Oh, was haben wir hier? Das ist Talent, ne? Jo. Dann habe ich das Talent. Ja gut, das ist jetzt kacke, aber ich mache es deshalb, um vielleicht das Glück zu haben, dass wir jetzt noch Waffe finden. Und dann könnten wir einen Erfolg freischalten. Es gibt nämlich einen Erfolg, dass wenn Talent, Waffe und Zauber gewechselt wurden, dass man dann da irgendwie ja, einen Erfolg halt freischaltet. Vielleicht ja noch andere Dinge freischaltet, keine Ahnung. Dass sie vielleicht dauerhaft am Start bleiben. Das wäre ja geil. Oh. Was ist da, hä? Was ist da mit der Hose? Ach, wären das dann meine Angriffsdinger oder was? Das ist ja mal geil. Das ist ja das, was normalerweise... Hier, Crescendo. Hinterlasse einen bleibenden Eindruck. Schreie, um mittelgroße Geschosse in Noten umzuwandeln. Lädt sich mit der Zeit wieder auf. Ja gut, das ist natürlich auch nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht mega. Aber man kann es dann zum eigenen Angriff nutzen mit sämtlichen Klassen. So, Bild, stirb! Ich liebe so dämliche Aussagen. Zum Beispiel, dass ein Bild sterben sollte. So, was geht hier ab? Hier geht's hoch ins Gebiet. Da will ich eigentlich jetzt gar nicht mal hin. Ich will eigentlich nur ein bisschen Easy XP hier machen. Das ist das halt, was ich meinte. Wenn ich jetzt mit dem Boxer zum Beispiel den ersten, also New Game Plus, ohne New Game Plus, einfach nochmal in das erste Spiel reingehe, NS0 sozusagen, und damit dann den Easy hochzocke, das geht dann ja echt leicht, auch mit den neuen Runen und so und den ganzen Krempel. Mehr Damage, die Bosse macht man super easy weg, ne, und dann geht das natürlich klar. Und dann kann man natürlich so eine Klasse schön hochspielen, um dann zum Beispiel 10% mehr Damage zu machen oder irgend so ein Scheiß halt. So, was geht mit dem ab? Ist das ein Schildgeber oder was? Stirb! So, goldmäßig geht so, ne? Boah, ich komme gar nicht mehr klar auf Klassen, die nicht fliegen können, ne? Das ist Wahnsinn. Jetzt so stark... Oh, viele, viele Bilder. Ja, das ist sau clever, alle Bilder dann auch anzuhauen, ne? So, wie sieht es mit der Combo aus? Combo 5... Achso, ich habe jetzt gar nicht mehr den Superschlag da. Naja, egal. So, hier. Der Uppercut, der macht halt mehr Damage. Kann man nicht so geil die Combo aufbauen, aber dann halt hier direkt reinbollern. So, was haben wir an Gold? 4, 6. So, wo laufe ich hier rum? Weiß kein Mensch, ne? Vitalität 890. Ja, da müssen wir auch was machen.
Ich glaube, ich hab schon Videos von Endgamern gesehen, die haben dann, was weiß ich, hier, wo laufe ich hier in Fakultät, ne? Die haben dann 5000 Leben, 1000 Rüstung und so und ganz anderen Damage und sowas. Damage habe ich gar nicht mal gesehen, aber halt vor allem Rüstung und Vitalität habe ich auf so einem Thumbnail gesehen. Also wissen wir, wo wir noch hin müssen. Schon Wahnsinn. Wie lange wir eigentlich mit dem Spiel jetzt durch sind schon und wie viel sich da noch, was da noch präsentiert wird. Das ist schon ganz nice, finde ich. Absolut. Richtig cool. So, den da. Uppercut-mäßig, schön. Hau dem Ding eine rein. Ja, 133 bei Crit. Hm. Ja, Boxer ist halt, finde ich echt, bei statischen Bossen oder sowas, finde ich den nicht schlecht. Das war dämlich. Das war auch dämlich. So, wir holen uns einfach mal den Kram hier mit. So, jetzt kann ich rüber. Oh, ich kann nicht rüber. Das habe ich denn da gerade vercheckt? Oh, was mache ich denn da gerade? Alter, ich bin ja komplett raus aus dem Game. So, den machen wir auch weg. Gut, Gold lasse ich jetzt mal liegen. Ist mir jetzt zu heiß da unten. Ja, so für die normalen Gegner, finde ich, ist der Damage-Output ein bisschen zu gering. Nervt mich ein bisschen. Zumindest mal noch. Dass man die nicht schön one-shottet oder two-shottet oder so. Man muss halt ewig die Combo draufhalten und die hauen dann ihre Angriffe raus. Und fliegen kann ich auch nicht. Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. So, die springenden Bogenschützen, da sind sie. Das ist so sinnlos. Stimmt, die Fähigkeit muss ich echt öfter nutzen. Boah, ist das mies. Was ist denn das jetzt? Hör mal auf, deine Schleimspur da zu ziehen. Ich glaube, du spinnst. So, hier den da. Ja, ich dachte eigentlich, als ich die Fähigkeit ausgewählt habe, dass alle Gegner davon irgendwie betroffen sind. Irgendwie mit Damage oder sowas. Aber dem ist nicht so. Wir brauchen noch eine Waffe, Leute. Ja, eigentlich sollte ich einen Safe-Run machen, um zu gucken, dass ich irgendwo noch so einen Segen der Waffe herbekomme. Man geht halt auf den Damage da immer. Also gar nicht erst Combo aufbauen, sondern direkt eine reinknüppeln. Hier den da. Aber reicht auch nicht immer, ne? Wie man gerade gesehen hat. Aha. Ach, come on. Ist halt auch ein bisschen doof zu steuern, weil man immer hochdrücken muss und so, kann man sich natürlich auch ein bisschen verdrücken. Oder wenn man gerade Richtungswechsel eh machen muss, ist ein bisschen nervig, ne? Aber ich finde am Anfang fand ich den gar nicht. Also ich fand am Anfang geil, dann mittendrin richtig kacke. Und jetzt so, das hat mich überzeugt, so gegen die Bosse, das war schon ganz okay, ne? Da hat man schon so ein bisschen Gefühl, wie man den mal einsetzen könnte, wo der. Ach, das war jetzt dumm. Wo das vielleicht irgendwann mal richtig zum Tragen kommt. Boah, ist das mies. So, den da. Gerade die Combo aufzubauen, wenn immer die Bosse da rumchillen und nicht mehr wissen, also wenn sie sich so aufladen oder ärgern oder Boss-Phasenwechsel ist und so ein Scheiß. Und dann ist es. Oh, was mache ich denn da? Dann ist es halt umso interessanter, in den Momenten halt die Combo schön aufzuladen. Und dann halt das Special reinzudonnern. Alter, was mache ich da? Help! Was will denn er jetzt von uns? Jo, alles klar, es war schon immer schlimm. Bosse sind tot. Alles klar, Ro. So, ich muss mal zurück. Axis Mundi. Ja, da haben wir halt noch einen Eingang. Ja, komm, geh mal dorthin. Ich habe ja ein bisschen was geskillt. Oder freigeschaltet. Ich sehe gerade, wir haben schon 24 Minuten auf der Uhr. Krass, es geht nah. Spiel spielt sich echt immer cool runter. Macht echt richtig Fun. Ach stimmt, wir haben die Bosse gemacht da, den Kleinkram, den Herausforderungskram da. Und dann jetzt ein bisschen was vom Lauf. Und dann sind 24 Minuten halt rum. Das ist krass. Ja, alles klar, Ro. Wie ist denn die Absorptionsobergrenze meiner Rüstung eigentlich mittlerweile? Weiß das jemand? Irgendwo stand das doch auch. 35% plus 8 haben wir, ne? Dann sind wir bei 43. 43% wird absorbiert. Steht das irgendwo noch? Keine Ahnung. Vielleicht. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht.
auch so mies. Und dass auch meine Sprungangriffe noch so wenig Schaden machen. Ey, ich bin so weit im Game. Und da geht einfach gar nichts. Mit Sprungangriffen brauche ich da gar keinen zu kommen. Ich glaube, das könnte Endgame-mäßig gar nicht mal so uninteressant werden, da ordentliche Sprungangriffe zu machen. Ah, da hinten müssen wir durch. Das kann ich mir vorstellen, dass es da auch noch gute Builds dazu gibt. Gerade wenn man solche Geschosse da platzieren kann und so weiter. Ich glaube, da habe ich auch mal was dazu gesehen. Wo da irgend so ein Endgamer rumgebrettert ist mit so einem Baden. Und hat dann da überall die Geschosse da, diese Noten dahingestellt. Stirb! Nein! Oh, ins Herz! Ins Herz! Leute, ins Herz! Oh, das war. Ich dachte echt, den hau mal locker weg. Das meine ich halt. Ich schätze den Schaden auch irgendwie falsch ein. Egal, komm. Ach, Kacke. Ist eh nicht so meine Lieblingsklasse, um da jetzt durchzugehen. So, was haben wir hier? Könnten natürlich einfach mal, komm, das machen wir noch zum Abschluss. Ganz normaler Barbar hier, auf geht's. Und dann versuchen wir mal noch ein, zwei dieser Seelenladen-Bosse da zu machen. Hier können wir ja auch was machen. Erz- und Äthergewinn hochzuziehen, mal auf 6-7%. Ich glaube, das wäre auch nicht ganz so unwichtig. Was auch den Tausch dann angeht und so, muss ich auch mal gucken, wo das geht. Im Seelenladen irgendwo, müsste das ja auch gehen. So. Richtung Damage weiterhin. Vitalität haben wir gesagt, brauchen wir dringend, ne? Machen wir mal einmal Vitalität. Ah, die Crit auch hoch. Nee, das schafft man nicht. Schaden während Sprint. Du erleidest weniger Schaden, während du sprintest. Oh, das ist eigentlich auch krass, oder? Gibt es doch bestimmt Klassen, die da drauf gehen. Oder wenn ich einfach nur die ganze Zeit rumsprinte, super wenig Schaden kassiere und dann Giftwolken hinlege und so. Das ist, glaube ich, auch nicht so uninteressant. Vor allem, das geht ja super schnell in Richtung 100% dann mit Rüstung und was weiß ich nicht. Also nur in die Richtung, klar, dass ich halt super wenig Damage kassiere. Gar nicht mal so uninteressant. Wir machen den Damage, komm, scheiß drauf. So, auf geht's. Party People, der weise Barbar. Lapri, ne, wie er auch immer heißt, keine Ahnung. So, kriegen wir den Trainingsraum besiegt. Das war die Quinn. Achso, das reicht eh nicht. Wir versuchen's. Trainingsraum reinkloppen. Was kann die, kann der da? Mittelgroße Geschosse. Kacke. Ja. Schlecht, ne? Ja, ich hol's trotzdem mal, falls wir irgendwie was bekommen mit Volltrefferschaden und so. Dann wär's ja geil. Volltrefferschaden. Nein. Ja, komm, machen wir das. Weiß gar nicht, ob das so geil war. Ich glaube schon. Ja, super. Giftwolke, da haben wir es. 10% mehr Schaden. Ne, gut, alles klar. Gut, eigentlich nochmal Kack-Skills, schlecht gewürfelt, wenig Geduld und so weiter. Wie man es von mir kennt. So, Lady Quinn, jetzt gibt's aufs Maul. Oder auch nicht. Oh, krass, der Damage ist cool. Hier gibt's noch den Strahlemann und Söhne. Gut, das bringt jetzt halt nichts. Und dann wird sie sauer. Ich weiß nicht, ob das jetzt sowas bringt. Oh, nicht. Keine Liebe, bitte. Keine Liebe. Für den guten Monty. Strahlemann und Söhne. Gerade dann geil, wenn sie sich auflädt danach, denke ich mal. Das spare ich mir jetzt gleich auf, wenn sie irgendwann mal noch weggehen sollte, falls wir das schaffen. Oh Gott, das wird nix. Gut, saudämlich. Und jetzt, komm, 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 komm. Ordentliche Treffer. Oh Gott. Ja gut, alles klar. Ja, das wird so nix. Ne, gut. Brauchen wir gar nichts zu machen. Beenden. Bin ich zu kacke für. So, was bringt uns jetzt was? Zwei Meister. Gar nichts irgendwie. Ah, doch, hier. Geschlossener Raum. Hatte ich da was mit Baba? Habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Oh, nee. Müsste eigentlich auch ein Barbar-Charakter sein. Also, den man gut damit legen kann. Ja, machen wir das nochmal. Das ist immer schön random.
Efeu-Plattform, Alter, hau ab. Jetzt machen wir da irgendwie mehr Damage und noch 6. Treffer. Alles klar und haben trotzdem noch super viel. Entschlossenheit. Hier können wir Mana. Das ja, komm. 150, ja, die habe ich noch nicht mal. Ich habe ja gar keine 150 Mana. Dann holen wir uns doch die Sturmkrone mit. Oder die Stromkrone. Mega geil. Und das ist eigentlich schon das Ding jetzt. Also mit der Stromkrone, das ist kein Problem dann mehr. Rüstungsbruch. Hole ich sogar jetzt mal mit, weil wir ja ab und zu mal auf den drauf springen. Ich baue es jetzt in mein Spiel mit ein. Und dann hat er noch weniger Rüstung. Da kann ich halt richtig drauf donnern. Gerade dann, wenn er hochfliegt, da mache ich das, ja. Alter, Leute. Krass, das geht denn hier ab? Jo, alles klar. Hier zum Beispiel kann ich das ja eigentlich gut machen. Und auch bei dem... Was ist denn das da? Ha, da. Wie habe ich jetzt das die Efeu-Plattform da gerufen? Keine Ahnung. Na, es hat so gut angefangen und dann doch so schlecht geendet. Da muss man einfach Damage haben und reinkloppen. Alles andere ist uninteressant. Einfach voll reinbollern. Meine Statuswerte, die bleiben doch gleich. Oder sind die auch... Also die Crit-Chance... weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir drauf achten. Hier haben wir auch noch 0 Punkte. Machen wir mal. Jetzt kann ich ja drauf achten. Ne, die sind anders. Okay. Ja, starke Vitalität. Wird alles, man hat immer den Grundcharakter hier und der wird dann mit einer gewissen Prozentzahl gepusht. Schade, dass man dann... Und Runen sind auch außer Kraft gesetzt, deswegen keine Crit-Chance und so weiter. Gut, alles klar. Magieschaden, mehr Mana. Kann man eventuell... Hätte man irgendwie sinnvoll zusammenklabustern können. Rennen! So, nach dieser Folge geht's mal wieder in den Garten arbeiten. Einzigartiges Relikt, mehr Damage. Brennen und mehr Damage hole ich schon mal grundsätzlich mit. Kann nicht so falsch sein. Und was haben wir hier noch Schönes? Jo, machen wir den Magieschaden noch mit. Was soll's? Auf geht die Party. So, eigentlich voll auf Damage ausgelegter Char. Zwei Meister. Links kommt der erste, ne? Miese Nummer, miese Nummer. Ah, okay, der haut so über mich. Das ist ja auch mal geil. Na, das hätte ich später anwenden müssen. Ach, jetzt war die Fähigkeit noch nicht bereit. Das ist doch Bullshit. Oh, was mache ich denn da schon nochmal? Was kassiere ich für dämliche Treffer, bitte? Beide Treffen ist natürlich umso schöner. Der eine lebt noch und macht irgendwie da hinten ein bisschen dumm rum. Ah, macht er. Hä, was ist jetzt? Ah, ne, der ist tot. Okay, da kann man schön stehen bleiben bei dem Angriff. Aha, ich hab dich warum auch immer abgewehrt. Und du kriegst 21 Damage, obwohl du eigentlich in der Schutzphase bist. Ah, schade. Ich sollte aufhören, so... Ah, mit dem Move da. Der macht das. Wenn ich da rumschreie, oder was? Keine Ahnung. Anscheinend, wenn man Talente einsetzt und die Gegner von Talenten betroffen sind, darf man durch die durchschlatschen, oder was? Keine Ahnung. Alter, ich check gar nichts. Noch nie gespielt, das Spiel. So, C++, absolut Rotze. So, was können wir noch machen? Überall haben wir ein paar Punkte gemacht. Da geht nichts, genau. Und hier könnte man noch Klingenrose ein bisschen was machen, dann wäre es das gewesen, ne? Ja, dann machen wir das doch. Klingenrose, die hauen wir auch noch weg. So, auf geht's. Jetzt mal sinnvolle Skills. Was ist denn das da? Komm, ich mach nochmal Glücksrittermäßig da was. Och nee. Wir machen mehr Schaden, kriegen mehr Schaden. Druckwelle können wir machen. Und wir können Schaden mit Mana abwehren. Das ist gar nicht mal so schlecht in dem Fall jetzt. So, hier. Waffenvolltrefferchance. Und hier blockt zwei Angriffe ab. Mhm. Ne, das macht irgendwie keinen Sinn. Abklingzeit der Waffe. Nö, dann machen wir mehr Schaden hier bei Über- oder Unter. Was weiß ich was, Leben. Ich habe gar nicht genau gelesen. So, hier 20% des Schadens wird durch Mana abgewehrt. Das hätte man, glaube ich, jetzt machen können.
Ja, komm, machen wir das. Immunität noch ein bisschen länger. Kann hier nicht schaden, weil die kloppen manchmal da übel rein. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Das ist jetzt alles, ihr habt es gesehen, ich habe das jetzt gar nicht so konzentriert ausgewählt, ehrlich gesagt. Das war mir jetzt gerade alles egal. Ich hoffe einfach, dass das klappt. Er ist kein guter Char hier für die Bosse, finde ich. Weil wir hier nicht so viel stehen. Und das ist ein bisschen doof. Okay, aber der Damage ist halt krass. Also die halten hier super wenig aus, wie man merkt. Komm, jetzt vielleicht. Jetzt kommt halt das Ding da und attackiert mich dann wahrscheinlich. Ich bleib jetzt einfach hier in der Ecke stehen und hau da richtig rein. Jo, gut, alles klar. Das geht klar. Alter. Was für ein Damage. Das ist die Schadenserhöhung, die hier so krass reinkloppt. Bringt die natürlich massiv unter Druck und so. Geil. Ja gut, so kann man natürlich Glück haben. Und dann noch über, unter Damage und was weiß ich denn alles. So, war B. Supergeil. So. Und das war's, ne? Da geht's dann auch bald voran. Und hier auch. Sehr schön. Ja, kriegen wir ja bald nochmal was gut geschrieben. Einige Punkte, die wir dann... Ja, mal gucken, wie ich sie investieren werde. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht ganz genau. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch was. Machen wir an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Und ja, dass das auch sicher gespeichert wird, weil ich das jetzt gar nicht genau weiß, laufe ich lieber mal in den Run rein. Nicht, dass da irgendwie was passiert. Ich glaube zwar nicht, dass das ein Problem ist, aber hätte ja sein können. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.